begab sich aber zu der Zeit, da sein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Da wohnt, dass sie von dem Hause wohl Geschlechter David war, auf das sie sich schätzen ließen mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie das Herz waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Thank you.
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Thank you.
Die ganze Welt erhält.
selben Gegend auf dem Felde bei den Hirnen, die hüteten des Nachts ihre Hirnen. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihr, und die Gnade des Herren leuchtet um sie. Und sie furchten sich sehr. Thank you.
Rosa zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln verbindet und in einer Krippe.
die Männer der Himmel nicht an ihr scharen, die Boten Gott und sprachen. Thank you.
fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Thank you.
Kinder mein, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Dinge, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte, Thank you.
die Hirten kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Thank you.
Thank you.
geboren war zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande in Jerusalem und sprachen: durch die Straße.
der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Solltet ihr euch nicht viel mehr darüber freuen, weil ihr dadurch verspricht, der Menschen Wohlfahrt zu verneinen. Und ließ versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk, und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also stehet geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, Israel,
geht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbinde.
Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Wieder Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mishkan.
Thank you.
Thank you.